So, ich habe jetzt hier mal alle mal rausgeschnitten, damit ich hier meine Auswahl an Leitern habe, die ich als Geländer benötigen kann. Hier unten sind ein paar breitere. Aufpassen, dass sich hier meine Kamera nicht verabschiedet. Hier sind ein paar breite und hier etliche schmale. Und ja, jetzt muss ich erstmal improvisieren. Erstmal aufbauen hier. So. Ich würde sagen, die stellen wir dahin. Die Größe der Dachterrasse wird jetzt abhängig von der Länge der Leitern, die ich habe. Ob ich da auch ein Stück Schmales da reinsetzen werde. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? So. Andersherum. Ich könnte ja so, die andere Leiter auch noch mal kürzen. Ja, guck mal, geht doch. Also ich habe jetzt hier überwiegend hier die breiten Leitern genommen. Bei dem Bauwagen selbst war natürlich auch noch eine Leiter dabei. Komm, hier machen wir ein bisschen unsymmetrisch. Scheißegal. Peter Lustig hat auch noch viel improvisiert. Ich denke mal, das kann ich mir auch erlauben. So, das bindet jetzt auch ab. Dann kommen dann hier zum Schluss noch zwei Stühle drauf. Oder einer. Mal gucken. Vielleicht male ich die in Gelb an. Mal gucken, wie eine andere Farbe. Der wird wohl sicherlich noch irgendeine Farbe übergehabt haben. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, Gelb zu nehmen. Das ist Nummer 12 von Revell, Gelb.
Mal gucken, wie cool die Stühle nachher aussehen in Gelb. So, ein Stuhl. Der zweite. Und ich glaube, die können wir direkt schon draufsetzen, so wie sie sind. Mit einem Tropfen Leim. So, links und rechts einer. Und ich würde sagen, damit ist unser Bauwagen fertig. Oh, nee, ganz wichtig, ich habe mal noch vergessen. Ein Kaminrohr muss ja noch da dran. So, was nehmen wir denn da mal? Ich habe hier Internetkabel, Cat7 ist das. Und das schönes dickes Kupferdraht. Schöner dicker Kupferdraht, mein Gott. Und den schneiden wir jetzt erstmal ab hier. Knicken den auf 90 Grad. Dann kommt er dann hier so hier rein. Ja, guck mal, sieht doch ganz gut aus. So, Leim dran. An der Dachkante auch noch mal was. So. Und den male ich nachher, wenn der fest ist, in Schwarz an. Ja, das wäre es auch schon eigentlich. Und dann lasse ich jetzt den jetzt nur noch trocknen. Und den lege ich mal so hin hier. Ja. Dann kann er erstmal hart werden. So, der wird jetzt nur noch schwarz gemacht. Dann kommt gleich nur noch ein Widerstand an das Kabel. Ich denke mal, ein ziemlich hochohmiger 5 Kiloohm würde wohl reichen, damit das Licht nicht ganz so grell ist. Und ja, danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Und dann sehen wir gleich noch ein paar Bilder von dem Wagen. Ja, und weiter geht's. Da habe ich einfach so behauptet, dass wir schon fertig sind. Aber wir müssen ja noch diese Warnbalken dran montieren. Deswegen schneide ich die jetzt mal aus. Vier Stück.
Und die werden dann jetzt nur noch geknickt, am besten über eine scharfe Kante. Ich nehme hier so den Rücken eines Cuttermessers. Lege ich den mittig drauf. Und dann ist da ein Knick drin. So, das reicht dann schon für die Ecke. Das machen wir jetzt noch viermal. So, alle vier sind jetzt fertig und dann werden die jetzt auch auf die Kanten geleimt. Also wieder Holzleim drauf. Man kann natürlich auch alternativen Zahnstocher nehmen, ne? Da bleibt, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt so eine Nadel, so einen Stahlstab haben muss, aber ist ganz praktisch, weil da kriegt man den Holzleim auch ganz gut wieder ab, wenn er ein bisschen eingetrocknet ist. So, mit den Streifen nach unten, beziehungsweise die Pfeile nach oben zeigend. Und dann kommt das einfach hier so auf die Ecke drauf. Irgendwie ein bisschen andrücken und dann war es auch schon. So, und der muss jetzt noch abgelenkt werden, der andere, der letzte. Weil da sind ja auch noch die Stufen drin. So. Ja. Denke, den kann man so lassen. Ja, und zum Schluss kommt auch noch die Tür dran. Ah, die habe ich nämlich auch vergessen. Lassen wir den mal ein bisschen aufstehen. So. Und gut ist. Diorama, das kleine.
Da kommen dann die Kabel durch. Und fertig steht da. Ja, da muss auf jeden Fall noch da packe ich noch so ein Stückchen Pappe drunter hier. Ja, damit er auch eine Auflagefläche hat hier drunter und nicht nach vorne kippt, beziehungsweise auf die Deichsel. So, und das ist das Licht bei 12 Volt und ein Widerstand von 4,7 Kiloohm. Ich denke, das ist absolut ausreichend. Ja, jetzt ist er wirklich fertig. Der Peter Lustig Wohnwagen. Da sieht man auch den Tisch drin, den Ofen. Ja, hier müsste man vielleicht noch eine Ofenrohr einsetzen, aber da achtet man dann wirklich nicht drauf. Auf die Deichsel. Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten, ja. ihr schaltet jetzt besser ab. Das spart auch eine Menge Kohle, denn... Carpe diem, nutze den Tag. Also nutzet ihn und schaltet ab. Salbe. Und ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten, ja. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Abschalten, genau. Abschalten. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Kommt nichts mehr. Tschüss.